Willkommen bei Dakar Desert Rally, dem größten Rallye-Rennen des Planeten. Nimm das Roadbook und erkunde die riesige Wüste Saudi-Arabiens. Wage das Abenteuer bei der spektakulärsten aller Wüstenrallyes. Willkommen bei Dakar Desert Rally Partner. Ich bin dein Beifahrer und Navigator. Ich helfe dir, das Rennen zu gewinnen. Ich werde das Roadbook vorlesen. Folge meinen Anweisungen, dann schaffen wir es bis ins Ziel. Bereit? Packen wir es an, Partner. Fahren wir etwas schneller. Spuren folgen. 1 Kilometer. Gefahr 1. Bereit machen für eng rechts. Gefahr 1. Rechts halten. Cap 345. 1 Kilometer. Weiter auf der Spur. Geradeaus auf Spur. Dein Fahrzeug wurde beschädigt. Du kannst einige Teile deines Fahrzeugs im Gelände reparieren, aber nicht alle. Öffne dein damit herzlich willkommen hier zu einem Wahnsinn. Hier kann man reparieren. Okay, ihr habt es ja gesehen. Herzlich willkommen hier zu Dakar. Habe ich mir mal angeguckt. Und ja, ist halt im Moment alles im Angebot und dann ist es immer schwierig. Ach, guck mal, hier ist das Roadbook. So, alles reparieren. Bestätigen. Wenn du dich verirrst oder dein Fahrzeug stecken bleibt, kannst du jederzeit die Option zum Versetzen nutzen. Bedenke, dass du durch das Versetzen deines Fahrzeugs zusätzlich Zeit verlierst. Was ist das für ein Zeichen? Nee. Wenn du im Roadbook Symbole siehst, die dir nicht bekannt vorkommen, kannst du ihre Bedeutung im Lexikon des Roadbooks nachschlagen. Wenn du Zweifel hast, kannst du im Spiel jederzeit die Steuerungsoptionen überprüfen. Oh, Entschuldigung. Ja, neu starten wäre, glaube ich, ganz gut. Optionen wollte ich auch nochmal reingucken. Betriebe erstmal Automatik. Grafik 1280. Da kann doch mein Computer bestimmt mehr. Machen wir wenigstens mal 1020, 80. Ja, 1080. Das lassen wir alles mal. Audio muss ich bestätigen. Audio, Menü, Musik. So, haben wir hier einen. Ich muss die Musik ausmachen, weil ich nicht weiß, was passiert. Vielleicht mache ich irgendwann mal Musik rein. Von mir selbst. Es ist halt nicht anders jetzt. So, Steuerung. Okay. Ja. Automatisch Getriebe Navigator. Ach, das ist die Taste. Okay. Jetzt der W-Punkt. Wir machen neu starten. Genau. Willkommen bei Dakar Desert Rally Partner. Ich bin dein Beifahrer und Navigator. Ich helfe dir, das Rennen zu gewinnen.
Ich werde das Roadbook vorlesen. Folge meinen Anweisungen, dann schaffen wir es bis ins Ziel. Bereit? Packen wir es an, Partner. Fahren wir etwas schneller. Weiter auf der Spur. Weiter auf Kip 288. Der ist im Eimer, oder was? Fokus auf Cap 311. Okay. Weiter auf der Spur. 2 Kilometer. Bereit machen für eng rechts. Gefahr 1. So, wie reparieren wir den denn jetzt hier? Ach, damit hat sich versetzt. Okay. Drücke für die Reparatur. Nee. Was? Ja, Pausenmenü will ich doch gar nicht. Moment. Oh. Der fährt nicht so gut, aber ich das... Oh, naja, okay. Kilometer. Bereit machen für eng rechts. Gefahr 1. Rechts halten. Cap 345. Rechts halten. Cap 345. Weiter auf der Spur. So, mal gucken. Rechts auf Piste. Links auf Piste. Gefahr 2. Cap 72. Ins Gelände. Piste verlassen. Rechts zur Piste. Gefahr 3. Bleib auf der Piste.
Rechts auf Piste! Rechts auf Piste! Rechts auf Piste! Der Fahrt 2! Tolle Leistung! Einfach wow! Top 3! Okay. Sieht gut aus, muss ich schon sagen. Controller, ja. Ich bin gespannt, wie das Lenkrad natürlich jetzt mit Motorrad wird schwierig. Atra. Levelaufstieg. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die nötige Mindesterfahrung erreicht, um eine eigene Garage zu besitzen. Diese Garage wird deine Heimatbasis sein, in der du deine Fahrzeuge für alle Dakar-Ereignisse lagern, reparieren und einrichten kannst. Okay. Du hast die erste Qualifikationsveranstaltung von Dakar Desert Rally abgeschlossen und 500 Dakar-Punkte gewonnen. Du kannst jetzt ein Fahrzeug und das dazugehörige Team kaufen. Ah, guck an. Ja, Motorrad lassen wir jetzt erstmal. LKW wäre natürlich gut, aber Autos, denke ich. Wir bleiben mal bei den Autos, ne? Oh. Dakar 21, Dakar 20. Aha. Das ist sehr interessant. So, wir haben 500. Wir können tatsächlich hier alles kaufen. Oh, die sind sogar frei. Dann nehmen wir es erstmal, die nichts kosten. Ist ja klar. Audi. Ein Audi oder ein Audi. Wo ist hier der Unterschied? Teamergebnis. Der kostet nichts. Da du nun eine Garage und dein erstes Fahrzeug hast, bist du bereit, bei deinem ersten Karriereereignis anzutreten. Rennveranstaltungen lassen dich mehr Dakar-Punkte und Erfahrungspunkte sammeln, damit du in deiner Karriere vorankommst. Mhm. Jedes Mal, wenn du eine Etappe in einem Ereignis abschließt, erhältst du die Dakar-Punkte und Erfahrungspunkte, die du während des Rennens... Jedes Rallye-Ereignis erfordert ein Mindesterfahrungslevel. Durch das Aufleveln erhältst du Zugang zu mehr Ereignissen, die dich in deiner Karriere voranbringen. Und du erweiterst automatisch deine Garage um weitere Plätze. Jetzt... Sport. Du willst dich nicht um die Navigation kümmern müssen und dich nur auf das sportliche Fahren konzentrieren. Wenn du gerne Seite an Seite mit anderen Fahrzeugen antrittst, dann ist das der richtige Modus für dich. Profi. Wenn du unbedingt wie ein Profi navigieren und fahren willst, dann ist das dein Spielmodus. Im Profi-Modus gibt es keine Rallye-Leuchtfeuer und die Navigation erfolgt über professionelle Roadbooks. Du musst auf das Roadbook achten und den Anweisungen folgen, um jede Etappe abzuschließen. Simulation. Der Modus für alle, die das echte Dakar Rally-Feeling erleben wollen. Der Sim-Modus ist das wahre Langstreckenerlebnis. Ohne Speichern, ohne Assistenten, ohne Versetzen. Du musst alles alleine machen. Für diese Option benötigst du mindestens ein EP-Level von 25. Ist vielleicht... Profi bin ich natürlich keiner, aber... Das kann man ja mit Sicherheit irgendwann wieder ändern, ne? Nach dem Spielmodus wählen wir jetzt ein Rallye-Ereignis aus, an dem du teilnehmen kannst. Es gibt mehrere Rallye... Genau. Wir werden das erstmal so anfangen. Und mal gucken, was das ist mit dem Schwierigkeitsgrad. Das, okay, Dakar-Qualifikation Saudi-Arabien. Etappen-Info. Okay.
31, Spezialetappe. 45 Meter. Temperatur 10, Mindestabstand 22. Gut, gehen wir einfach mal rein. Was soll's? Wir fahren von da nach da. Willkommen im Biwak. In diesem Lager kannst du schlafen und etwas essen. Und dein Mechanikerteam kann dein Fahrzeug reparieren. Jede Dakar-Etappe startet täglich im Biwak, wo du dein Briefing für die nächsten Etappen überprüfen, das Roadbook einsehen und dein Fahrzeug tunen und reparieren kannst. Mhm. Die Fahrer sollten vor dem Start jeder Etappe gut vorbereitet sein. Okay. Roadbook, gucken wir doch mal. Aha. Also da geht das los mit 0. Bei 160 kommt jetzt geradeaus irgendwie irgendwo durch. Wo 89 geht's ein Knick nach links. Und so weiter und so weiter. Mhm. Ah, ja. Welle Senke. Mhm, mhm. Auf geht's. Noch fahren wir auf einfach. Wenn es zu einfach ist, werden wir das verändern. Auf. Das nachher mit Lenkrad zu machen ist, weiß ich noch nicht. Müssen wir abwarten, bis ich mein neues habe. Willkommen, Partner. Du verwendest den Sportmodus heute das erste Mal. Hör bei dem, was ich dir vor dem Start beibringe, gut zu. Ja. Wir müssen die Ziellinie innerhalb der schnellstmöglichen Zeit erreichen. Im Sportmodus musst du nur in Richtung der Leuchtfeuer fahren. Befolge die Anweisungen im Roadbook, damit du keine Zeitstrafen bekommst, die uns das Rennen kosten können. Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich der Wegpunktindex, der dir alle Wegpunkte einer Etappe mit der jeweiligen Nummerierung anzeigt. Die Wegpunktnummer bezieht sich immer auf die jeweilige Nummer des Roadbook-Eintrags. Jedes Mal, wenn eines dieser Lichter grün aufleuchtet, hast du den Wegpunkt erfolgreich bestätigt und solltest dich zum nächsten begeben. Durchfahrtskontrollen, DKs, leuchten gelb auf. Es ist nicht zwingend notwendig, die Wegpunkte in einer bestimmten Reihenfolge zu bestätigen. Okay. Nicht alle Wegpunkte müssen unbedingt bestätigt werden, bevor du die Ziellinie überquerst. Allerdings haben ausgelassene Wegpunkte Zeitstrafen zur Folge und können zu einer Disqualifikation führen. Es gibt verschiedene Arten von Wegpunkten. Viele von ihnen sind nicht sichtbar und können nur durch das GPS der Rallye-Organisation aufgespürt werden. Du kannst die Routen der Etappen entdecken, indem du diese Wegpunkte bestätigst. Mhm. So kannst du jeden Schritt abschließen und vermeiden, dass du eine Strafe erhältst, disqualifiziert wirst oder dich verirrst. Mhm. Jeder Wegpunkt hat einen bestimmten Umkreis. Erreichst du einen Wegpunkt, wie in der Tulpe angezeigt, gilt die Roadbook-Notiz ebenfalls als bestätigt. Wenn du die letzte Notiz erreichst, befindest du dich in der Ankunftszone der Etappe. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los! Ein Kilometer. Rechts halten. Gefahr 1. Rechts halten. Cap 3. Bleib auf der Piste. Bereit machen für rechts. Rechts auf Piste. Autsch, das war heftig. Pass auf. Okay. Links auf Piste.
1 Kilometer weiter auf der Piste. Gefahr 3. Gefahr 3. Links halten. Links halten, Cap 315. Links halten, Cap 315. 2 Kilometer, bereit machen für rechts. Gefahr 3. Rechts auf Piste, Gefahr 3. 1 Kilometer, bereit machen für links. Gefahr 1. Rechts halten, Cap 242. 1 Kilometer, weiter auf der Piste. Gefahr 2. Nicht so gut aus, ne? Gefahr 2. Du solltest vorsichtiger sein. Bleib auf der Spur. Piste verlassen. Rechts zur Piste. Du verlassen. Gefahr 3. 1 Kilometer. Bereit machen für rechts. Gefahr 1. Weiter auf Cap 158. Hat sich. Okay, ja, ist nicht so ganz einfach. Geradeaus, Cap 156. 1 Kilometer, links halten, Gefahr 1. Links halten, Cap 172. Rechts zur Spur, Piste verlassen. 1 Kilometer, bereit machen für eng links. Geradeaus auf Spur, Gefahr 3. Hoppala. Ein Kilometer, bereit machen für eng links, Gefahr 3. Du solltest vorsichtiger sein, geradeaus auf Spur, Gefahr 3. Ein Kilometer, bereit machen für eng rechts, Gefahr 1. Jetzt, Cap 58, Offroad, Spur verlassen. Cap 60, ins Gelände, Gefahr 3. Ein Kilometer, bereit machen für eng rechts, Gefahr 3. Jetzt, Cap 152, ins Gelände, Gefahr 3. Ein Kilometer, bereit machen für eng rechts. Jetzt, Cap 239, ins Gelände. Eng links zur Straße. 2 Kilometer, bleib auf der Straße. Mensch, das war heftig. Wie sollen wir diese Typen schlagen? Hop 8. Okay. Naja, allerletzter waren wir ja nicht, ne? Machen wir neu. Ja, die Etappen. Das sollte man auch erstmal ein bisschen kennenlernen, ne? Oh, habe ich jetzt nicht repariert? Ne, wir haben neu gestartet. Willkommen, Partner. Du verwendest den Sportmodus heute das erste Mal. Hör bei dem, was ich dir vor dem Start beibringe, gut zu. Ja, ich hab's verstanden. 5, 4, 3, 2, 1. Los! 1 Kilometer, rechts halten, Gefahr 1. Ja, rechts und links, ne? Rechts halten, Cap 3. Bleib auf der Piste. Bereit machen für rechts. Rechts auf Piste.
Ein Kilometer. Bereit machen für Lex. Oh. Links auf Piste. Ein Kilometer. Weiter auf der Piste. Gefahr 3. Gefahr 3. Gefahr 3. Links halten. Links halten. Cap 315. 2 Kilometer. Bereit machen für rechts. Gefahr 3. Rechts auf Piste. Gefahr 3. 1 Kilometer. Bereit machen für links. Gefahr 1. Rechts halten. Cap 242. 1 Kilometer. Bleib auf der Piste. Gefahr 2. 1 Kilometer. Bleib auf der Spur. Piste verlassen. Rechts zur Piste. Spur verlassen. Gefahr 3. Vorsicht. 1 Kilometer. Bereit machen für rechts. Gefahr 1. Geradeaus. Cap 156. 1 Kilometer. Links halten. Gefahr 1. Links halten. Cap 172. Rechts zur Spur. Piste verlassen. Rechts zur Spur. Piste verlassen. Bereit machen für eng links. Weiter auf der Spur. Gefahr 3. Ein Kilometer. Bereit machen für eng links. Gefahr 3. Geradeaus auf Spur. Gefahr 3. Ein Kilometer. Bereit machen für eng rechts. Gefahr 1. Jetzt! Cap 58. Ins Gelände. Spur verlassen. Cap 60. Offroad. Gefahr 3. Bereit machen für eng rechts. Jetzt! Cap 152. Ins Gelände. Gefahr 3. 1 Kilometer. Bereit machen für eng rechts. Jetzt! Cap 239. Ins Gelände. Eng links zur Straße. Opa, wo ist links? Zwei Kilometer weiter auf der Straße. Noch nicht ganz. Die anderen hatten Glück. Nächstes Mal machen wir es besser, Partner. Top 8, okay. Immerhin schon mal qualifiziert. Gut. Aha, aha. OCV. Gehen wir doch mal gleich hingucken. Ah, ne. So, ah, der hat jetzt alles repariert. Ja, okay. Ich habe offensichtlich ein neues Auto, ne? So, die machen wir noch. So als Einführungs... Geradeaus auf Spur, Gefahr 3.
2 Kilometer. Bereit machen für links. Gefahr 2. Bleib auf der Spur. Gefahr 2. 2 Kilometer. Bereit machen für eng rechts. Gefahr 3. Rechts halten. Cap 194. Gefahr 3. 1 Kilometer. Weiter auf der Spur. Gefahr 1. Ah. Bereit machen für links. Bleib auf der Spur. Gefahr 2. 2 Kilometer. Bereit machen für eng rechts. Gefahr 1. Geradeaus auf Spur. 1 Kilometer. Bereit machen für rechts. Geradeaus auf Spur. 2 Kilometer. Gefahr 1. Bleib auf der Spur. Bereit machen für links. Weiter auf der Spur. Gefahr 3. 1 Kilometer. Bereit machen für rechts. Geradeaus auf Spur. 1 Kilometer. Gefahr 1. Tolle Fahrkünste, Partner. Gut gemacht. Okay. Na gut. Man levelt ja hier. Okay, wird schon langsamer. So, da würde ich sagen. Was passiert? Erstmal noch nichts. Einstellen. Ach, guck an. Oh. Okay. Gut. Nächste Folge. Danke fürs Zugucken. Sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.